Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bausimulator. Ja, ich bin hier mit den Rohren noch beschäftigt, die hier in den Boden zu rammen. Wir sind ja dabei, hier ein Windkraftrad zu bauen. Und ja, jetzt ist hier der Plan, diese Aufgabe hier abzuschließen. Ole, ole. Endlich haben wir das geschafft. Gieße Beton in die vorbereiteten Elemente. Okay. Das sollte auch nicht das Riesenproblem werden, hoffe ich mal. Aber endlich bin ich hier mit diesem Drehbohrgerät fertig. Ich habe das hier mal offscreen ein bisschen weiter gemacht, weil, ja, wie gesagt, die Maschine, die geht mir echt irgendwie auf den Keks. Ich mag das Ding nicht. Dann stellen wir die erstmal auf Seite. Ich glaube, die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Stellen wir die mal irgendwo hier drüben hin. Ja, so sieht gut aus, danke. Und dann wollen wir, ne, halt. Ah ne, die haben mich eingelagert, ne, den Betonmischer. Dann müssen wir mal eben in die Fahrzeughalle rein. Da haben wir sie. Zack. Weil, ja, den hatte ich ja, glaube ich, repariert, ne. Müsste zumindest, ja, sieht gut aus. Fahrzeug auslagern, jo, dankeschön. Ja, damit rein da. Und da steht auch schon das gute Stück. So, dann die Baustelle ist dort. Ja, komm, da können wir eben hinfahren, glaube ich. Die paar 100 Euro, die können wir uns dann vielleicht doch mal sparen. Besser ist das so. Orbit-Kamera noch, dankeschön. Ah, ein bisschen nah, so. Auf geht's Richtung Baustelle. Auf ganz schneller Basis. Warte mal, bin ich jetzt richtig gefahren? Ja. Da sind wir richtig unterwegs. Nice. Jetzt hier links abbiegen. Und dann wieder rechts. Und dann sind wir schon fast da. Und dann wollen wir da noch eben Beton reinfüllen, ne? Das sollte jetzt das kleinste Problem erstmal sein. Muss man eigentlich hier bei solchen Feldern, muss man da auch nochmal was machen? Stimmt, hier diese Heuballen transportieren, ne? Ja, Transportaufträge finde ich irgendwie mit am langweiligsten. Ist ja eigentlich irgendwo Blitze hier hinten. Ich glaube, ich war nie lang. Oh ne, wo sind wir eigentlich? Warte mal, wo muss ich denn jetzt hier hin? Da. Oder? Ist das hier? Ja. So, einmal rein hier. Mitten in die Pampa. Und dann wollen wir da mal Beton gießen. Warum ist da immer noch so ein Erdhügel? Alle anderen Erdhügel sind weg. Was soll das? So, halt, Stimme. Kamera etwas drehen. Dankeschön. Und Moment, schon Erweiterung rausfahren. Wir haben hier gar keinen Beton drin, fällt mir gerade ein. Fahrzeugbehälter befüllen. Jep, danke schön. So. Und Moment, jetzt muss ich mal hier mal zielen. So. Ja, so dürfte gehen, ne? Gucken wir mal, ob wir treffen. Nicht wirklich. Na komm. Hallo, warum macht das nicht? Warum ist dieses andere Rohr eigentlich viel tiefer als das? Na, man weiß es nicht.
Warum trifft er denn hier nicht? Hallo, was ist hier los? Jetzt. Jetzt haben wir die richtige Position erwischt. Rein damit, mit dem guten Zeug. Damit die Dinge hier voll werden. Ja, dauert ein bisschen. Und jetzt will er irgendwie nicht mehr. Ah ja, doch. Ja, komm. Ah ja, es dauert aber lange jetzt hier. Warum will der denn hier nicht so richtig? Ja, komm, 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 komm. Ja. Oh, endlich. Alles klar. Next. Hier, das scheint aber ein Anzeigebug zu sein hier. Irgendwie. Keine Ahnung. Ah, komm. Und wieder los. Halt. Ah, Moment, du warst richtig. Ja, ja, ja. Füll da rein, sehr gut. Weiter, 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 weiter. Hier geht es ein bisschen schneller anscheinend. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Mach doch. Das dauert. Und auch hier haben wir die Aufgabe abgeschlossen. So, machen wir einmal rum. Moment. Kann man ein bisschen drehen, so. Ja. Und einmal ein Stück zurück. Oha. Nein, nein, nein. Ui. So. Einmal. Ne, halt so. Ein bisschen anders anfahren hier. Na, weiß ich schon. Gucken wir mal. Oh, halt. Andere Richtung. Nee, weiß ich nicht. Jetzt so. Sehr schön. Oder auch nicht. Verdammt. Ah, halt, da war's, da war's, da war's. Lass laufen. Oh. Also jeder richtige Punkt zu treffen, ist ein bisschen tricky. Aber wenn du einmal hast, ist okay. Läuft. Fülle rein den Beton. Wie lange mag sowas dauern in Echtzeit, bis so Dinger komplett ausgehärtet sind? Bestimmt ein paar Tage, ne? Na komm. Ja, das letzte Stück, ne? Das dauert echt ein bisschen lange. Jawohl, sehr schön. And the last one, please. So, und rein damit. Ja. Diesmal mal schneller getroffen. Perfekt. Läuft. Warum ist eigentlich da der die obere Anzeige, warum füllt die sich nicht? Warum füllt sich jetzt hier die Anzeige nicht? Stehe ich nicht richtig? So, jetzt. Jetzt will er wieder. Oder auch nicht. Also irgendwie will er nicht so ganz, ne? Komm, füll rein. Also irgendwie, weiß ich nicht. Es ist ein bisschen, ja, fühlt sich ein bisschen buggy an irgendwie. Komm, mach da rein.
Dauert ja Stunden. Es geht vorwärts. Es geht zwar langsam vorwärts, aber es geht vorwärts. Ist ja wenigstens etwas, ne? Komm, letzter Millimeter. Jawohl, endlich. Da haben wir es doch geschafft. Mach den Bereich voll. Tada. Einmal Show einfahren. Ran da und einmal auf Seite fahren, bitte. Dankeschön. Catching. So. Sehr gut. Solange der Beton aushärtet, kannst du schon mal die Gondel und die Rotornarbe beim Stahlwerk abholen. Geht klar. Mit dem Schwerlastauflieger und einem Mobilkran zum Verladen sollte ich das in einer Fuhre schaffen. Dann kann's ja losgehen. Ich treffe dich dann wieder hier. Setze folgende Objekte in ihre vorgesehene Position. Gondel, rote Narbe. Okay, dann müssen wir die mal holen. Dafür brauchen wir wieder halt unseren Schwerlast. Gedöns. Kriegen wir denn? Stell ich den hier jetzt am besten hin. Ich stell den mal, glaube ich, hier hin, oder? Ja, müsste mit dem kleinen Mobilkran. Obwohl, nee. Nee. Obwohl der kleine könnte passen. Warte mal, ich glaube, den hier haben wir, ne? Der kleine Mobilkran müsste doch eigentlich am Stahlwerk wieder passen und der große dann hier. So, das war ja der Schwerlastauflieger, ne? Ja. So, Moment. Dann fahren wir den schon mal rüber. Orbit-Kamera, danke schön. So, einmal zum Stahlwerk, dann müssen wir wo lang? Ja, fahren wir hier links. Ja, passt schon. Auf geht's. Obwohl, wir können auch hier rechts fahren, ne? Warte mal. Konnten wir nicht hier irgendwo auch durchfahren? Ging das nicht auch? Nee, da nicht, da ist eine Wand. Fahren wir hier rechts rum und dann hier links. Ja, hier geht. Dann sind wir schneller da. Ja, komm, sieh. Dankeschön. Und auf geht's. Ich könnte mal Licht anmachen, ne? Oh ne, das war aus. War schon an. Auf zum Stahlwerk! Ja, die Ruckelei, die ist aber hier. Was ist denn los? Warum ruckelt das so heftig? Verstehe ich nicht. Komm mal hinter da. Ich will hier rein. Dankeschön. So, da sind wir doch schon. Perfekt. So, liegen die Teile hier? Also. Nice. Kriege ich die? Warte mal, die sind doch so klar. Kriege ich die nicht mit dem Kran, den ich hier an dem LKW habe? Da drauf. Müsste das nicht eigentlich gehen? Probier das mal aus. Probieren wir das doch mal aus, oder? Wahrscheinlich sind die zu schwer oder was, aber ich sehen wir jetzt. Ansonsten setze ich ihn einfach zurück. Falscher Haken. Ah, okay, alles klar, okay. Ja, ne, damit hat sich das Thema erledigt. Gut zu wissen. So, dann brauchen wir, warte mal, habe ich den kleinen, ne, den großen haben wir. Hier, aber ich brauche den kleinen. Aber die Fahrt zur Kalle. Zurück.
Und dann brauchen wir, na, wo sind wir? Wo ist er? Da. Den brauche ich. Zack. Auslagern. Ja, yep. Dankeschön. Dankeschön. Ach so, jetzt haben wir den auch wieder da stehen. Oh, komm, ey, scheiß auf das Geld. Scheiß auf die Kohle. Wegpunkt setzen, betreten, Fall überspringen wir. Zack. Die 600 Credits, die machen jetzt auch den Braten nicht fett oder Euro oder wie auch immer. Orbit, danke. So sollte es doch gehen. Einmal Licht an, damit ich was sehe. Rundum leuchte, weil wir hier arbeiten. Und einmal Fahrzeugmodus wechseln. Hey. So. Und rauf damit. Ah, komm. Bitte ziehen Sie jetzt. So, einmal. Bisschen rein, 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 rein. Warte mal, kann ich hin? Vielleicht. Ja, dahin, danke. Nee, ich will den weiter dahin. Ja, dann setzen da hin, auch gut. Müsste ja trotzdem passen. Randa. Und drauf. Sehr schön. Haben wir das. Dann wieder rein hier in den LKW. Alles festzurren. Und auf zur Baustelle. So, jetzt müssen wir noch mal gerade gucken. Wir müssen ja, hier raus, direkt rechts. Und dann sind wir auch schon quasi da. Das sollte doch zügig gehen. Dann brauchen wir noch den großen Mobilkran, ne? An der Baustelle, besser ist das. Sieht immer aus, als hätte ich gar kein Licht an. Ey. Oh halt, guck ab. Stehen bleiben. Und wieder warten. In der Zeit kann man mal einen Schluck trinken, ne? Warum auch nicht? So, jetzt wollen wir mal schauen, wie wir hier uns am besten positionieren. Ich würde sagen, den Mobilkran, den stellen wir hier rechts hin, oder? Ja, würde ich so mal behaupten. Lass von den mal so stehen, dann lösen wir das schon mal. Dann holen wir den großen Mobilkran. Und bei dem ist teuer, ne? Ach komm, scheiße, fahr mal eben. Halt, Orbitkamera, Dankeschön. Ein bisschen näher ran. Oh, ein bisschen zu nah dran. Der lässt sich für die Größe echt geil steuern, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja. Ist schon ganz nice zu fahren, das Ding. Ey, Kollege, ich habe hier Vorfahrt. Habe ich das Licht an? Ja, jetzt ja. Also für die Größe hat er echt einen angenehmen Wendekreis. Gut, dass es die NPCs überhaupt nicht juckt, inwiefern die hier Vorfahrt haben oder nicht. Alter, bleib mal locker.
Und was ich ja auch schon wieder geil finde, ist, dass wir schon wieder in der Nacht arbeiten, ne? Gibt's ja eigentlich auch so einen Modus, dass man das nur auf tagsüber stellt? So wie beim Hausflipper zum Beispiel. Das ist schon ein bisschen... Moment. Habe ich da jetzt nicht gerade irgendwo eine Münze gesehen? Naja, anscheinend nicht. Ne, ich glaube, es ist nur so ein Dingens. So eine, ja, keine Ahnung was. Hier so ein Baumstumpf. Diese Münzen, die müssen echt auch noch überall gefunden werden. Ne? Da habe ich so wenig erst von. Und da gibt es ja insgesamt 120 Stück. Ich weiß gar nicht, wo man die alle finden soll. Ich meine, hier wird auch so prädestiniert dafür, dass man hier irgendwo eine Münze findet. Ne? So, warte mal, wie kriege ich denn hier so am besten da rein? Das mal an, ey. Kannst du auf dem Bierdeckel kannst du den wenden, ey. Voll geil. So, ich glaube, so dürften wir eigentlich doch ganz gut stehen, oder? Ja, würde ich sagen. Ey. Fahrzeug stabilisiert. Ah, schauen wir mal. Fahr mal aus. Ja, zuerst den Kopf hier, ne, würde ich sagen. So. Zack. Rauf. Ja, so. Ne, einfahren, einfahren, einfahren. Hallo, fein. Und einmal einen Screenshot machen, danke. So, kommen wir da dran jetzt? Ja, ne, so dürfte doch passen. Ah, Moment, ein Stück rein. Rein, 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 runter, runter, runter und absetzen. Sehr geil. So sieht das so cool aus. Je tiefer ich das mache, desto geiler kann der Screenshot werden. Zack. Nice. Ha. Oh, mal hoch. Dann das hier dürfte doch der Kasten sein. Obwohl, warte mal. Ja doch, das könnte doch der Kasten sein, der dann oben auf dem, ja, wie nennt man das, Fuß oder was, da drauf sitzt, ne? Wo der rote Kopf da dran hängt, ne? Gehe ich mal von aus. Hallo, drauf. Achso, falsche. Sieht zumindest danach aus. So, abgesetzt. Sehr schön, haben wir das auch. Catching. So, nun Beton gießen. Ach Gott, schon wieder. Wohin? Da? Wahrscheinlich, ne? Wo habe ich denn jetzt hier meinen... Dann würde ich sagen, Moment, den setzen wir mal zurück. Aber den lassen wir mal da stehen. Wer weiß, wofür wir den noch brauchen. Und den setzen wir mal ein Stück zurück. Ja, lassen wir den mal da stehen. Und dann wechseln wir mal in den rein. Moment, halt, so, danke. Wenn ich das jetzt so richtig sehe, dann muss ich da auf den runden Kreis da Beton gießen, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Stehen. Ne, halt. Na, so. Drehe er die Show, dankeschön. Und einmal verlängern und einmal Vollgas. Rein damit. Mach mal hier überall rein, voll und die Tasche nicht gesehen. Wie würden wir da noch drin überhaupt? Ach, ja,
Moin. Was habe ich eben gefragt? Warum wird das nicht voll? Das wird ja leer, das Ding. Die Anzeige da. Das ist ja die Anzeige von dem Betonmischer. Voll verrafft. So, oh ne, Moment. Läuft noch. Aber auch nicht mehr komplett, ne? Oder geht da noch was? Komm. Oder muss ich umparken? Nein, ich muss umfahren. Moment. Lass uns doch ein bisschen umpositionieren. Na. Zack. Und nochmal rückwärts ran. So, bleib stehen. Halt. Und wieder Feuer frei. Feuer frei. Ja, komm, mach vorn. Rein da. Jawohl, sehr schön. Juhu. Und auch hier sind wir fertig mit 21.900 irgendwas. Der Bauplatz ist vorbereitet und das Fundament steht. Jetzt können wir uns um den Transport der Turmsegmente kümmern. Gute Arbeit. Die Turmsegmente stehen beim Stahlwerk bereit für den Transport. Wir benötigen insgesamt 4 Segmente. Der Kunde hat eine zusätzliche Transportfirma angestellt, die uns 3 der Segmente auf die Baustelle liefert. Wir hätten den kompletten Transport natürlich auch selbst stemmen können, aber warum nicht mal andere ackern lassen? Das letzte Segment werden wir trotzdem selbst transportieren. Das passt schon, so sparen wir schon mal etwas Zeit. Ich fahre gleich den Schwerlastauflieger und den Mobilkran zum Stahlwerk und hole das letzte Segment ab. Ah ja. Mach den Bereich frei. Na toll, ja. Ja, gut, danke. Also warte mal, schon einfach. Okay. Setze die folgende Objekte an der Segment. So, okay. Dann wollen wir das mal holen, ne? So, halt so. Ah ja, okay. Moment, kommen wir mit dem. Ja, das sollte gehen, ne? Kommen wir hier raus, ja, ne? Ja, geht, easy. Oh, Digga, mach mal keinen Stress. Wie gut, dass der Anhänger so steif mitlenkt. Kann man schön um die drumherum steuern. Perfekt. Wieder zum Stall. Ach scheiße, ich Idiot. Ich bin auch falsch gefahren. Ich hätte eigentlich nur die Straße aufgemusst. Ich bin Trottel. Ja, das war jetzt dumm. Ich hätte in die andere Richtung fahren sollen. Das war ein wenig dumm. Das muss ich zugeben. Naja, egal. Jetzt gar nicht drauf geachtet. Ach verdammt, hier ist abge. Oh ne, die Ampel ist grün, alles klar, läuft. Dann wollen wir mal das Turmsegment holen, ne? So, Stahlwerk hier, zack. Warum das? Moment, Stahlwerk, ne? Ah! Okay, Moment. Was?
Moment, mach den Bereich frei. LTM-1060 Mobilkran. Ach, das ist der. Okay. Ja, Moment. Dann müssen wir mit dem nochmal hier zurück. So. Wo muss denn der. Wo kommt das her? So, reicht das jetzt? Ah ja, da liegt's doch schon. Da liegt's doch schon. So, jetzt müssen wir noch mal gucken, dass wir jetzt den LKW da wieder gut davor positioniert bekommen. Halt, nee, andersrum. So. Ach so, weil der Kranarm da noch reingelugt hat, bestimmt, ne? Naja, passiert. Na komm. Ich habe schon mal besser geparkt, ne? Jetzt mal schauen, das sollte da jetzt passen, oder? Hoffe ich mal. Hoffen wir mal, dass das so gut geht, ne? So, zack. Tada! Und, ey, okay. Schauen wir mal, ob das reicht. Ja, sollte aber eigentlich. So, oh ja, sehr schön. Easy going. Ah, vielleicht nicht ganz so schnell. Ein bisschen weiter ran. Ein bisschen weiter runter und zack, sehr schön. Was? Ach so. So, so. Stellen wir den direkt ein bisschen auf Seite, perfekt. Und hier alles festknödeln. Und weiter geht's. Also halt. So. Und auf geht's, die Tonsegmente abliefern. Ja, zieh durch. Alles gut festgezogen, ne? Muss ja sein. Dann meinst du, so ein Ding rollt mal runter, ey. Ja, moin. Aber hier, Final Destination. Das braucht kein Mensch, ne? So, dann wollen wir mal gucken, dass wir die hier ordentlich abladen. Wie positioniere ich mich jetzt hier? Alter. Falsche Mobilkern, aber am besten ein Stück darüber, oder? Boah, Alter. Hier ist so voll das Loch. Nein, 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 nein. Ach nö, jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder? Ach komm, jetzt echt. Findet der LKW irgendwie gar nicht gut. Ich habe dieses Loch aber auch erst zu spät gesehen und dann bremst er dann ein bisschen schnell. Ach komm, ey, hör doch mal auf, jetzt hier rumzurutschen. Was soll denn der Scheiß? Kann ich den jetzt da irgendwie rausziehen? Ah, ne, halt, warte mal. Muss ja noch die Scheiße lösen. So, zack. Kommen wir da dran? Ah, versuchen wir es mal. Könnte funktionieren.
Ich bin mal gespannt, ob ich den LKW da wieder rauskriege. Ich habe den Abhang, dieses Loch da nicht gesehen. Oder zu spät gesehen. So, einmal. Ja gut, okay, das sollte doch passen, ne? So, dann wollen wir mal die Ladung drehen. Na komm. Das Drehen dauert auch Stunden, ne? So, reicht. Und abgelegt. Sehr schön. Und wieder was geschafft. Juhu. Jetzt geht es ans Eingemachte. Die Windstärke ist gerade günstig. Wir sollten diese Phase nutzen und den Turm errichten. Das sehe ich genauso. Für diesen Turm kommt nur der große Mobilkram in Frage. Ich hoffe, du bist schwindelfrei, hey, Happe. Oh je, mach du das mal. Ich koordiniere die Arbeit lieber mal von hier unten. Setze die folgenden Objekte an ihre vorgesehene Position in blau. Moment. Setze erstmal die Kamera irgendwie so, dass ich was sehe. Dankeschön. Okay, wir fangen an mit dem dicksten Rohr. Ich weiß, wie sich das angehört hat. Vielleicht was beabsichtigt, man weiß es nicht. So. Na komm. Ich sehe schon wieder nichts, ne? Ah, doch, Moment. Müsste ja richtig sein. Etwas höher. Und genau, anhaken, danke. Alter Schwede, ey. Rauf damit. So. Und jetzt. Höher, höher, höher. Ein bisschen weiter darüber. Und ein bisschen einfahren. Und zack, steht. Alter Schwede, ne? Wie hoch das wird, ey. Das ist echt krass. Jetzt ist nur die Frage, Moment. Komme ich mit dem scheiß Kran da drumherum? Wahrscheinlich nicht, ne? Könnte eng werden. Naja gut, wir gucken mal. So, mal runter. Nee, runter. Runter, runter, runter bitte. Ein bisschen weiter ausfahren. So, Kabel. Oder finden wir. Haken runter. Toll, ich hier nichts sehe. Danke. Und anhaken und wieder rauf. Ich glaube, ich sollte den Kran, glaube ich, ein bisschen umpositionieren jetzt gleich. Ah, komm. Warte mal. So. Ich sehe wieder nichts. Und wieder da runter und ein bisschen runter und ja, und perfekt, steht. Juhu! Alter, ist das hoch. Das wäre auch nichts für mich, ne? Ne, halt. Meint ihr, wir kommen da noch dran? Könnte klappen, ne? Ich hab den Kran ein bisschen blöd hier. Nicht passt. Ein bisschen blöd hier stehen. So, lass mal das Seil runter. Na, komm. Und ein Schritt vor.
Da, ich sehe wieder nichts, ne? Ich bin zu weit, scheiße. Ein Stück höher. Ein bisschen rein. Ein Stück höher und anhaken. Jawohl. So, dann wollen wir mal hochziehen. Nein, 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 nein. Nicht das Rohr da wegschieben. Das brauchen wir jetzt hier mal gar nicht. So. Hoch. Darüber. Und zack. Sehr schön. Jotte, jotte. Richtig hoch, richtig krass. Ja, komm, den Haken noch ein Stück runter. Runter, runter, runter. Arbeit runter. Ja. Wird langsam. Halt. Pendel mal ein Stück zurück. Dankeschön. Und dran. Und wieder rauf. Oi, 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 oi. Echt nervig. Also das heißt nervig. Nicht unbedingt nervig, aber von der Sicht halt immer sehr, sehr schwer, wie ich finde. So, jetzt sind wir, glaube ich, komplett ausgefahren, ne? Kann das sein? So, ein Stück darüber. Und zack, steht, jawohl. So, jetzt den Kasten da drauf. Oh Gott. Ja. Erstmal runter. Runter, 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 runter. Moment, noch ein Stück darüber. Ja, komm. Ah, ne, halt. Ein Stück da. Jawohl, und da haben wir das Ding. Und einmal rauf. Rauf, 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 rauf. Ausfahren. Wieso fährt der nicht aus? Nein, nicht so. So. Ah, machen wir hier länger. So. Rauf. Rauf, 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 rauf. So. Halt, Stück zurück. So. Darüber. Alter, das ist ganz schön Koordination, ne? Warte mal, können wir noch. Nee, halt. Nee, so. Jetzt darüber, rüber, 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 rüber. Ein bisschen. Nein, nein, nein. Und runter. Schaffen wir das? Kommen wir da dran? Jetzt. Jawohl, sehr schön. Alter. Stressig. Lass mal den mal so stehen. Aber wie krass weit man den ausfahren kann, ne? Das ist echt übel. Warte mal, ne, so runter. Runter, runter, runter. Jetzt ein Stück nach da. Ein bisschen senken. Na komm. Ein bisschen nach da. Nee. Nein, nicht da oben. Jetzt und hoch. Alter. Und wieder ausfahren. Hoch und ausfahren. Hoch und ausfahren. Das ist schon krass.
Der soll nicht so weit nach vorne. Moment, warte mal, wie kann ich hin? Genau so. Alter, ist das eine Höhe? Ah, Kameramodus hier drin. Die schwollte ich nicht. So, rauf, 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 rauf. Runter, 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 runter. Ich will den nicht ab. Ich will den nicht. Ne, warte mal, so. So muss ich. Ich sehe nichts. Ah, ich bin zu hoch, deswegen. Jawohl. Juhu. Boah, stressig, ey. Mach den Bereich frei. Ja, alles klar. Warte mal, dann setzen wir den erstmal wieder zurück. Sehr schön. Okay. Ja, jetzt macht den Bereich frei, ist gut, ne? Mit dem LKW, da komme ich jetzt erstmal nicht raus, glaube ich, ne? Den muss ich, glaube ich, kann ich den auch zurücksetzen? Jawohl, setzen wir den mal auf die Straße. Perfekt. Der König der Baustelle, des Baustellendschungels erreicht Stufe 19. Jawohl, sehr schön. Und wir haben den Bauabschnitt erreicht. Hebe die Rotorblätter einzeln mit dem großen Mobilkram an die markierte Position. Alter, das wird auch nochmal ganz stressig, ne? Dieses andere sitzt hier vorne. Okay. Ja, würde ich aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und, weil, ne, uns läuft die Zeit. Wow. Wow. Ich wechsle mal ganz kurz das Auto. Okay, was waren das für Störgeräusche? Die waren ja mega nervig. Das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Weil, ja, ne, jetzt ist so langsam zeitlich, ne, das passt. Aber war schon echt wieder mega interessant, würde ich sagen. Also das war schon wieder so ein komplett anderes Ding. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, wie immer. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne kommentieren und Däumchen nach oben da lassen. Natürlich auch gerne ein kostenloses Abo. Vielen, vielen Dank. Und ja, dann schauen wir mal, dass wir die Rotorblätter in der nächsten Folge hier endlich dran kriegen und damit den Auftrag abschließen werden. Ich sag mal bis demnächst. Ciao, ciao.